Herr Reichelt, bezüglich der Sportzeitung. Wie schaut es da in den kommenden Tagen aus? Also ich bin gerade noch dabei, die Vorberichte fürs Wochenende zu machen. Wir haben 3 Duelle, wo der Tabellenerste gegen den Tabellenzweiten spielt. Das ist natürlich sehr interessant für unsere Leser. Und ja, der Herr Röhn hat auch noch ein Interview gemacht mit dem Herrn Lösel. Da geht es um die Lauflernschule vom ERC und das werden wir dann auch noch online stellen, dass wir was nicht Fußballmäßiges haben. Und ich denke, da sind wir ganz gut versorgt auf jeden Fall.